Diese Geschichte handelt von etwas, das ich vor 3 Jahren erlebt habe. Noch immer bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Eines Nachts fiel mir auf meinem Heimweg eine Bar in einer Gasse auf. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon 10 Jahre in der Gegend gelebt. Doch diese Bar war mir nie aufgefallen. Schon von außen konnte ich merkwürdige Musik hören. Eigentlich klang es eher wie Lärm, statt wie richtige Musik. Voller Neugier ging ich hinein. Es war bereits sehr voll. Ich war überrascht, als ich sah, dass die Bar voller hübscher Frauen war. Dann setzte ich mich an die Bar und beobachtete all die wunderschönen Frauen aus aller Welt, die scheinbar hier zusammengekommen waren. Auch die Barkeeper waren wirklich attraktiv und hübsch. Während ich langsam meinen Drink leerte, traf mein Blick auf den einer der Frauen. Sie kam auf mich zu. Ich versuchte, sie nicht direkt anzustarren. In Gegenwart von hübschen Frauen schlägt mein Herz immer mindestens 3-mal so schnell, wie es sollte. Langsam näherte sie sich. Ihr Gesicht war mir wirklich nah. Sie war so wunderschön, dass ich komplett vergaß zu atmen. Obwohl sie nach Alkohol roch, nahm ich den Geruch eher wie ein wunderbares Parfüm wahr. Es dauerte nur Sekunden, bis ich ihr verfallen war. Als sie mich dann fragte, ob wir zusammen zu ihr gehen könnten, traute ich meinen Ohren kaum. Endlich kamen wir in ihrer Wohnung an. Sie flüsterte mir zu, dass sie mich lieben würde. In dieser Nacht war ich so glücklich, dass ich beinahe sofort einschlief. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, merkte ich das Unglaubliche. Ich lag auf einem Bett, in einem verlassenen Haus. Die Frau war nirgendwo zu sehen. Überall auf dem Bett sah ich dunkle Flecken. Es sah aus wie Blut. Geschockt schaute ich mich um. Doch um mich herum sah ich nichts als Spinnweben, Staub und Mäuse. Die Stille erdrückte mich. Alles, was ich hören konnte, waren die Insekten außerhalb des Hauses. Verängstigt rannte ich aus dem Haus. Dann erst bemerkte ich, dass dieses Haus sich inmitten eines dichten Waldes befand. Wie hatte ich an einem solchen Ort eine ganze Nacht verbringen können? Und wer war diese Frau von letzter Nacht? Es dauerte nicht lange, bis ich meinen Wagen fand, den ich scheinbar vor dem Haus geparkt hatte. Schnell fuhr ich nach Hause. Später schaute ich mir die Kameraaufnahmen aus meinem Wagen an. Ich war geschockt. Auf dem Video war nur ich zu sehen, der allein zu diesem Haus fuhr. Ich sprach die ganze Zeit über mit jemandem, obwohl ich niemals eine Antwort bekam. Mit wem hatte ich denn dann die gesamte Nacht verbracht? Wer zur Hölle war sie? Noch viel schlimmer als die Unwissenheit waren die Veränderungen, die mein Körper gerade durchmachte. Irgendwie begann ich komisch zu riechen. Außerdem wurden meine Augen rot und meine Haut begann einen lila Ton anzunehmen. Zusätzlich verlor ich schnell an Gewicht. Manchmal fühlte ich mich, als hätte ich absolut keine Energie. In den Folgetagen kam es immer wieder vor, dass ich zusammenbrach. Ich konnte kaum wieder aufstehen, da ich einfach nicht genug Kraft dazu hatte. Bei der Arbeit verbrachte ich die meiste Zeit halb bewusstlos in meinem Stuhl. Mein Boss kritisierte mich stark. Du kannst dich bei der Arbeit nicht so benehmen. An wen hast du deine Seele verkauft? Auch zu Hause konnte ich kaum etwas tun. Ich lag die ganze Zeit über im Bett und dachte an die Zeit zurück, die ich mit ihr verbracht hatte. Tage vergingen und ich sehnte mich immer mehr nach ihr. Eines Nachts konnte ich es nicht mehr aushalten. Um 2 Uhr morgens fuhr ich zu dem verlassenen Haus. Ich war beinahe komplett verrückt geworden. Als ich dort ankam, sah ich sie. Außer ihr waren noch 2 weitere schöne Frauen. Sie schienen sehr froh darüber zu sein, mich zu sehen. Schon bald flüsterten sie mir immer und immer wieder zu, dass sie mich lieben würden. Irgendwann schlief ich vom Glück überwältigt ein. Am nächsten Morgen wachte ich auf und sah einen mir unbekannten Mann neben mir. Auch er wachte auf und rief: Was zur Hölle? Was mache ich an diesem ekligen Ort mit einem Idioten wie dir? Letzte Nacht war ich doch mit dieser heißen Frau zusammen. Ich warf ihn aus dem Haus und verfluchte ihn dabei. Auch er fiel daraufhin beinahe völlig kraftlos zu Boden, so wie ich in den Nächten davor. Er kroch davon. Ich war irritiert. Es dauerte nicht lange, bis ich meine Gedanken sammelte. Ich dachte, kein anderer Mann darf hierher kommen. Niemand. Dieser Ort muss mir gehören. Danach besuchte ich ihr Haus. Nein, das verlassene Haus. Jede Nacht. Merkwürdigerweise tauchten die Frauen nur nach Mitternacht auf. Ich hatte außerdem absolut keine Ahnung, wo sie herkam und wohin sie später wieder ging. Jede Nacht wiederholten sich die wunderschönen Träume. Und an dem folgenden Morgen konnte ich mich nie richtig erinnern, was passiert war. Nur noch Fetzen der süßen Erinnerungen verblieben in meinem Kopf. Jeden Morgen fand ich andere mir unbekannte Männer, die neben mir lagen. Eines Morgens fand ich sogar 2 Männer, die in meinem Bett lagen. Einen von ihnen hatte ich an einem anderen Morgen schon einmal gesehen. Ich wurde extrem wütend und schrie: Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden!
Ich wollte gerade auf ihn losgehen, als er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Brust griff. Der Mann neben ihm geriet in Panik. Nach einer Weile starb er einfach. Einen Moment lang konnte ich an überhaupt nichts denken. Der andere Mann rannte los und schrie dabei: Wenn wir hier schlafen, werden wir hier sterben! Nachdem ich meine Kräfte gesammelt hatte, rief ich die Polizei. Es dauerte nicht lange, bis sie ankam. Sie transportierten die Leiche ab. Ein Polizist sagte zu mir: Ich weiß ja nicht, was ihr hier getrieben habt, aber weißt du, wie viele Menschen hier schon gestorben sind? Immer wieder müssen wir junge, gesunde Männer von hier abholen. Wir werden das Haus absperren, also denkt nicht einmal daran, wieder herzukommen. Klar? Ich hatte Angst. Ich war extrem süchtig nach diesem Ort. Also konnte ich natürlich nicht einfach gehen und nie wieder herkommen. Ich schloss also zunächst alle Türen und Fenster des Hauses. Dieser Ort muss mir gehören. Niemand anderes darf hinein. Ich verbrachte von nun an jede Nacht in diesem Haus. Am Morgen wachte ich allein im Dreck auf. Jedes Mal bereute ich es aufs Neue. Doch ihr müsst mir glauben, ich hatte keine andere Wahl, als den Rest meines Lebens so weiterzumachen. Natürlich versuchte ich immer wieder, das Haus aus meinen Gedanken zu verbannen. Doch jeden Tag und jede Nacht musste ich an diese Frauen denken. Ich konnte mich nicht wehren. Immer wieder kamen andere Männer, klopften und baten mich, sie hereinzulassen. Ich brachte ein Messer mit und drohte ihnen damit, wenn sie nicht von sich aus verschwinden wollten. Oft sprangen sie auf mich zu und riefen so etwas wie: Aber sie hat gesagt, dass sie mich liebt! Ich kämpfte mit einigen von ihnen, doch dann rannten sie davon. Voller Blut dachte ich nur daran, dass ich das Haus gegen sie verteidigt hatte und weinte vor Glück. Einige weitere Tage vergingen. Langsam bestand mein Körper nur noch aus Haut und Knochen. Ich fühlte mich wie ein Skelett. Ich wusste nicht warum, aber irgendwann konnte ich nicht mehr laufen. Von da an lag ich nur noch von morgens bis abends auf dem Bett. Natürlich konnte ich nicht mehr zur Arbeit gehen und hatte kein Geld mehr. Die unhygienische Umgebung hatte dazu geführt, dass ich einige Krankheiten bekommen hatte. Aus meinen Augen, meinem Mund und meiner Nase begann eine merkwürdige Flüssigkeit zu laufen und ich konnte nur noch verschwommen sehen. Endlich wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt sagte, ich sei kurz davor zu sterben, wenn ich nicht sofort behandelt werden würde. Trotzdem versuchte ich wieder zurück zu dem verlassenen Haus zu kommen. Meine Mutter sorgte dafür, dass ich gegen meinen Willen in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Auch dort traute ich jeden Tag den Frauen nach. Panisch verfluchte ich immer wieder die Ärzte und Krankenschwestern. Meist gaben sie mir dann ein Beruhigungsmittel, bis ich ohnmächtig wurde. So ging es beinahe jeden Tag. Nach einigen Monaten begann ich langsam, mich besser zu fühlen. Mein Leben wurde wieder lebenswert. Ich wachte auf und war wieder in der Realität. Ja, die Frauen hatten mich nicht geliebt. Sie hatten versucht, mich zu töten. Merkwürdigerweise konnte ich mich an keine Details mehr erinnern. Weder ihre Gesichter, noch Telefonnummern oder sonst etwas. Mein Kopf war leer. Meine Behandlung dauerte eine lange Zeit. Doch am Ende ging es mir wieder besser. Das Haus habe ich danach nie wieder besucht. Ich weiß, dass es immer noch viele Männer gibt, die dorthin gehen. Wahrscheinlich werden sie mit dem Tod dafür bezahlen. Doch ich kann sie nicht retten. Sobald ich auch nur einen Fuß in das Haus setze, wird es für mich kein Zurück mehr geben. Ich warne euch also. Wenn ihr jemals auf diese Frauen trifft, geht nicht mit ihnen mit. Sie sind nicht real. Sie existieren nur als eine Illusion in euren Köpfen.